Hier latschen sogar Leute her mit Regenschirm. Ihr könnt den Schirm zumachen, wenn ihr im Tunnel seid. Das muss nicht auf sein. Ihr werdet nicht nass. Nee, da nicht. Wir haben ja immerhin eine schusssichere Weste. Hier sind doch schon überall Feinde. So, ein Moment. Einmal den Waffen laden. Und einmal. Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Etwas Geduld, bin sofort da. So, mein Waffenmann wartet. Und hier. Ja, fahrt euch selbst in die Karre. Na? So, pass auf mein Geld auf. Die nimmt mein Geld mit. Da muss man nämlich nicht immer wieder zum Tresor fahren. Ist auch eine schöne Neuerung. So, Munition aufgefüllt. Sprengstoffmäßig, ja, ein Molotow nehmen wir selbstverständlich noch mit. So. Alles klar. So kommen wir nicht rein. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Sabotiere die Müllkippe. Da haben wir zwei, der da oben stört. Was zum Geier war das für ein Geräusch? Komm her, du Affe, dann zeige ich dir, was das für ein Geräusch war. Mit deiner beschissenen Lederjacke. Wie ist der hier? Ganz ruhig, mein Freund. Da hinten ist ein Waffenschrank, den brauche ich eigentlich nicht. Medizinschrank, der müsste da drin sein. Jetzt mach gefälligst mal. Ah, diese Penner da oben. Gut, ne? Das ist eine Waffe. Der Bursche da eine Waffe? Haltet die Fresse. Da oben müssen wir auch aufpassen. Oh, da sind drei. Jedenfalls hat er gesagt, ich sehe aus wie Bobby Darin. Wer? Dieser Sänger. Oh, oh, den macht er richtig nice. Fertig. Ich sehe eher aus wie James Darren. Was? Von wem zum Henker quasselst du da? Er spielte in Gidget und Moondoggy mit. Zusammen mit Sandra Dee. Hab ich nie gesehen. Ja. Im wahren Leben hat sie mit Bobby Darren gefögelt, aber in den Filmen hat sie es mit James Darren gemacht. Gott, du solltest wirklich anfangen, dich mit erwachsenen Frauen zu treffen. Ehrlich, Mann. Keine Teenies. So. Okay. Ah, da oben latscht einer rum. Überall latschen diese Penner rum, ey. Da ist ein Wachposten. Und hier müssen wir irgendwas sabotieren. Da ist wieder so ein ekelhaftes Schwein von Wachposten. Aber der geht. Kommen wir nicht rein. Oh. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Komm. Gar keinen Bock auf solche scheiß Ochsen, ey. Die machen nur Stress. Da hinten haben wir noch einen. Den mache ich als nächstes kalt. Ah, da ist noch ein Wachposten da oben. Ah, warte. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Puh, da haben wir jetzt auch Glück gehabt, dass der uns nicht. Da draußen. Schön hier hinter. So.
Okay. Da oben die beiden blöden Affen. Die dürften uns nicht sehen. Und da muss ich rein. Verpiss dich mal. So. Wie komme ich denn hier in diesen Puff rein? Immer wenn ich hier rumlaufe, hakt das Bild voll. Ich komme so da rein, wie ich hier hoch. Ah, okay. Seht ihr das auch? Oh oh. Auf den habe ich gerade nicht geachtet. Wenn wir doch nur eine Waffe mit Schalldämpfer hätten, ey, würde ich den einfach die Rübe wegpusten. Geh doch mal da weg. Nicht zu fassen, ey, der bleibt die ganze Zeit da stehen. Wie komme ich denn hier irgendwo hoch? Das ist ja echt übel hier. Es muss doch einen... Was? Okay. Scheiße, ist das eine Knarre? Versuchen wir es hier drüben. Die von oben sind echt... Ah, da kann ich hoch. Gut. Jetzt sind wir oben. Komm. Okay, suchen wir woanders weiter. Und stirb. Ich mache jetzt hier nur die Schleicherei, weil wir keine oh. Oh, ich dachte, das wäre er. So, weil wir keine Energie haben. Was heißt keine Energie? Wir haben schon Energie, aber... Oh, okay. Auch meins. Auch meins. Oh, das Bild ist auch meins. So. Und auch meins. Oh, hier auch, hier auch, hier auch. Auch meins. Jawohl. Büro leergeräumt. So, weiter geht's. Oh, diese Scheiß... Ja, von hier oben hat er geguckt, das heißt, hier kommt auf jeden Fall einer hin, oder? Na, da unten. Oh, was müssen wir hier machen? Alles cool, alles cool. Okay. Ja, mit Sprengladung, sehr schön.
Aha. Genau. Verschwinde von der Müllkippe. Ja, nichts lieber als das. Ich fühle mich hier sowieso nicht wohl. Hier ist ja keiner mehr. Jetzt mach gefälligst mal. Ja. Oder? Ah, da oben. Er ist noch da, der Penner. Hier brauchen wir auch nicht hier hinpfeifen, der kommt schon freiwillig. Oh, Alter, voll in die Kehle. Richtig schön. Das muss heute noch fertig werden, meine Damen. Wie wär's, wenn ihr euch mal etwas beeilt? Und weg. Und tschüss. Und bumm. Alter, wunderschön. Eine wunderschöne Explosion. Big Bang. Oh shit. Alles klar, aber es hat nicht gereicht, oder? Das hat echt nicht gereicht. Wir müssen hier noch die Informanten platt machen. Was eine Scheiße. Das sind eigentlich Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr zeigen wollte. Wow, das wäre auch knapp. Aber egal, gut, dann gehen wir, marschieren wir dahin und machen die einfach eiskalt platt mit Handgranaten und was wir alles haben. So. Ist ja nicht weit weg und es hat nur 10.000... Oh, du dummer, blöder... Hallo. Es hat nur 10.000 Schaden gemacht, das ist echt wenig. Ich hätte mit deutlich mehr Schaden gerechnet. Aber so kann man sich irren. Warum fahren wir nur so blöd über die Schienen? Barclay-Geschäfte übernehmen. Also ehrlich, Papi muss doch eine Schraube locker haben, wenn er da so hinterher ist. Was will der Kerl? Hä? Wie ist der hier reingekommen? Hä? Seht ihr den Kerl? Alle weg hier! Ich rufe die Bullen! Bleib da. Wer ruft die Bullen? Du rufst die Bullen, ehrlich? Du Fotze, ey. So. Und weg. Spuck's aus. Ich hab keinen Bock auf dich. Du wirst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Müllkippe treibt. Dem, was du getan hast, jagen dich diese kranken Schweine jetzt. Du hast keine Chance, sie abzuschütteln. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. Du Arschloch. Oh, noch eine Müllkippe. Und hier können wir noch einen killen. Wir killen den zuerst, das geht schneller. Und danach holen wir uns die nächste Müllkippe. Ob wir da auch wieder alles in die Luft jagen müssen, weiß ich nicht. So, ja. Sorry übrigens, dass ich gerade dumme Fotze gesagt habe, aber es ist eine dumme Fotze. Es ist eine dumme Petze. Ja, wir haben die früher in der Schule schon verprügelt. Hier werden sie halt erschossen. Kein Verlust. So. Weiter geht's. Einmal hier rum. Hau doch mal ab hier. Boah, da... Nee, das sind nicht unsere Gegner. Ich dachte, die ganzen Roten da sind jetzt unsere Gegner. What? Der hat mir doch gerade angezeigt, geradeaus auf dem Schild. Junge. So, da ist ein Haufen von diesen Schwachköpfen. Den sollen wir töten. Was liegt an?
soll die Scheiße? Wir sollten den Überraschungseffekt nutzen. Wie geht's? Ich muss ja nur den da töten. Dann machen wir das mit Molotow. Wie geht's? Der Motherfucker scheint sich verlaufen zu haben. Der Motherfucker. Was ist mit dir, Junge? Was liegt an? Warum kann ich hinter dem Auto eigentlich nicht in Deckung gehen? So, hier. Auf Wiedersehen, ihr Lutscher. Wuhu. So. Ja, ja, bla bla, ihr seid unter Beschuss, das interessiert mich doch nicht. So, nächste Scheißmüllabfuhr hier. Verstärkung, yeah! So, wir machen jetzt hier schön den Abgang. Wow. Was für ein Fahrmanöver. Und jetzt hier schön rechts überholen. Wie auf der Autobahn. So. Verstärkung sind wir losgeworden. Der Drecksvogel ist tot. Nur die Frage, ob wir... Oh! Bam! Genau. Mann, ich wollte eigentlich die ganzen kleinen Missionen schon geschafft haben, wenn ich das nächste Mal aufnehme, aber ich wusste nicht, dass da noch mehr von diesen absolut spannenden, abwechslungsreichen Missionen kommt. Wobei die Müllabfuhr hier, diese Müllkippe, die war schon geil mit der Explosion am Ende, da hat es sich auch gelohnt. Töten, 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 ich muss die alle töten. Ehrlich jetzt? Die sollen alle sterben. Das ist ja genau mein Ding.